Herzlich willkommen auf meinem Zweitkanal, meine Damen und Herren. Ich hatte Bock, Zoe zu spielen, aber ich habe kein Format, wo ich gerade Zoe reinpacken kann, to be honest. Congrats. What? Okay, ja, deswegen dachte ich, ich zocke einfach eine Runde auf dem Zweitkanal. Ist generell entspannter mittlerweile, ne? Auf dem Hauptkanal zocke ich ja mittlerweile eigentlich nur noch ausgiebigere Videos, wo ich mehrere Takes nehme und so. Und zu Zoe wäre mir jetzt nichts eingefallen. Ich habe heute das Blau-Video gemacht. Ich glaube, das war auch sehr gut. Ich würde das hier nutzen, um ein bisschen darüber zu reden, wann macht Ranked wieder Spaß? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe übrigens meine Runen verkackt, ne? Hier geht man nicht Magical Footwear, sondern hier geht man Nimbus Cloak auf Zoe, weil du so viele Summoner Spells benutzt und dann so schnell wirst. Du kriegst aber auch hierüber Movement Speed und Movement Speed capped. Also es hat mehrere Soft Caps. Ja, das heißt, ab einem gewissen Movement Speed Betrag bringt jedes Prozent Movement Speed danach nicht mehr das, was da steht, sondern weniger. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so mega schlimm. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, jetzt gegen Ende der Season hatte ich sehr wenig Spaß im Ranked. Aber jetzt ist es natürlich generell so, dass Ranked mir nicht immer Spaß macht. Auch wegen dem Ward bin ich übrigens früher Level Up. Ah, ich habe Wegeskill und leider kein Minion hier. Aber weil am Ende der Season du eigentlich selber mal ein bisschen verkrampfst, das ist voll normal. Also quasi viele haben noch Ziele, die sie dann kurzfristig erreichen wollen. Und gleichzeitig ist deswegen auch die Frustration so hoch. Und wenn die Frustration hoch ist. What? Wenn die Frustration hoch wird, dann sind die Leute natürlich sehr gereizt, ne? Das ist leider relativ normal. Wenn Raptors ab sind, hat der höchstwahrscheinlich Botzeit gestartet und ist dann aber durchgegangen. Und ich finde den Kontrast immer recht krass, weil am Anfang der Season kehrt auch jeder. Und da wiederum. Meinte der komplett Topside geklärt? Ich hätte jetzt gedacht, der hat Botzeit gestartet. Und ist dann quasi. Also Red Buff into Topside gegangen. Eieiei, I missed that horrible. Mein Gott, das habe ich ja komplett gemisst. Ah, ich habe keine Bubble ab. Mal. Was macht hier LeBlanc denn? Also, erstmal hat die mich gut gemacht, ne? Also, oh. Das ist natürlich jetzt illegal, was hier passiert ist. Dass ich da einen Redemption droppe. Ich weiß schon, warum Leute Zoe hassen, ne? Ich hätte das never ever pushen können. Das ist im Endeffekt was, wo ich im Best Case einfach einen Freeze draus mache. Dann ist das fein. Aber ich kann das niemals pushen, wenn ich da nicht völlig random auf einmal mit einem Redemption rumlaufe. Weil Redemption Base Damage einfach disgusting ist. Ich habe die Kills nicht bekommen, aber ich habe die Kills auch nichts verdient. Das heißt, Anfang der Season kehren alle ultra hart, aber deswegen tiltet keiner. Und End of Season kehren alle super hart, aber alle tilten. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass du weißt, dass der Rang auch bald resettet wird dann. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, du willst Dia 1 werden, aber bist dann Dia 3, dann spielst du weiter, weil du so die leichte Hoffnung hast, boah, es könnte ja noch klappen. Aber wenn du dann dabei bist, Games zu verlieren, hast du nicht die mentale Kraft, weiter dran zu bleiben. Ich glaube, das ist der feine Unterschied, der aber leider halt aus meiner Sicht dazu führt, dass ich Ranked kaum genießen kann. Also Ranked ist, finde ich, sehr, 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 sehr stressig in der Zeit. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt einfach komplett aufgehört, Ranked zu spielen. Ich habe zwar meine Ziele natürlich nicht erreicht, diese Season. Hab's der GP da auch nochmal reingeknallt. What is he doing?
Ja, von der Zoe wegzuflashen ist jetzt prinzipiell nicht das, was ich empfehlen würde. Dafür ist der Champion ein bisschen zu stumpf. Also Plating sie unten einfach zu holen ist nice. Direkt rein Summen auf YouTube. Für jeden Game kriege ich einen Sub. Ja. Na. Ah, das ist Namu, Toplane. Haben wir bei der Prime League mal gesehen als U-God-Counter. Weil du die Damage von jeden Knie da reinbekommst. Ja, und das, was mich quasi so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass jetzt halt Preseason kommt. Und Preseason wiederum ja ein anderes Problem hat. Aber auch ein Problem hat, also. Ui. Ganz gut damage die Frau, ne? Wir beginnen ja besser Base. Titi geht für uns gucken. Hätte fast erwartet, dass sie da nochmal schaut, ob ich da nicht noch bin. Gut, das kann ich nicht kaufen. Und in der Preseason ist es so, dass gefühlt jeder halt Sachen testet. Ich war zum Beispiel super pissed, als Rice das letzte Mal gesagt hat, ja, trollt doch in der Preseason mit diesem weirden, fucking weirden Video, wo sie quasi die ganzen Troll-Picks gezeigt haben und gesagt haben, ja, in der Preseason ist Zeit, das zu testen. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch etwas, was vielen irgendwie nochmal Spaß gibt, weil du in der Preseason, sagen einige, ist quasi die einzige Zeit, wo du wirklich Spaß an League hast. Weil halt es nicht so wichtig ist und du dich deswegen nicht so verkrampfst. Und jetzt kommt natürlich der weirde Punkt. Viele von euch spielen Normals. Und Normals sind ja quasi nie wichtig. Und ich rede nie darüber, weil ich quasi ja nie... Ich spiele nie Normals. Normals sind für mich irgendwie kein Teil von League. Das hier übrigens so ein Standardding. Wenn ihr... Als Zoe diesen Busch kontrolliert, könnt ihr vor allem mit der Knallpflanze hier super schnell Botlane roben. Und halt quasi einfach immer den machen. Und das ist so frustrierend, dagegen zu spielen. Ja, das ist aber ein bisschen toxic, ne? Ja, ich hätte natürlich einen Bot reinschmeißen sollen. Ihr wollt gegen eine Zoe nie diesen Busch aufgeben. Ich glaube, wir können das einfach durchziehen hier. Benutze quasi jetzt alle Spells einfach nur, um diesen empowerten Auto-Attack zu rocken. Der hier wird jetzt top gehen, aber das ist fein. Und du kannst mit Zoe kannst du halt so brutal in der Botlane snowballen. Aber das ist auch einer der Gründe, warum Soda zum Beispiel ständig will, dass ich bei Spin Zoe spiele. Weil du halt einfach Botlanes mit so einer Bubble halt easy entscheiden kannst, ne? Plus ich habe gerade auch schon wieder illegal viele Summoner Spells benutzen dürfen. Und der Nimbus Core kommt sich ein bisschen weird vor, ne? Und das ist auch ein Punkt, der ein bisschen gegen Magical Footwear geht. Also ich hatte es jetzt bei 37, was natürlich insane war. Ich hätte übrigens, glaube ich, irgendwie Pinkboard setzen müssen oder so. Da hätte ich die Boots gehabt. Aber prinzipiell wählst du auf einen Champion wie Zoe die Boots natürlich möglichst früh. Weil du halt eben viel roam willst. Oder ich zumindest. Ich glaube aber auch, dass gute Zoe-Spieler immer viel roam. Weil du halt einfach mit... Du hast einen Champion, der ziemlich viel Prior hat und dann halt mit dem E-Spell extremst gute Möglichkeiten. Für Ganks zu gehen. Müsste jetzt eigentlich mit der Wave kommen. Sonst ist sie roam. Achso, es war unser Lee. Oh, schöner Q. Da war actually schön gespielt. Vom Lee. Kategorie mutiger Herald. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr über die Mauer ziehen. Ja, aber nicht so geschafft.
Heißt gut. Ignite ist super wichtig gegen solche Champs. Damit die wählen, die in ihrer Stasis sind. Die sind untargetable, aber Dots machen denen weiterhin Damage. Oh shit. Der war my bad. Wenn ich da meinen Flash verliere. Ich wollte doch den Red Smite als Red Smite aussammeln, aber das ist viel zu greedy. Das darf ich da einfach nicht. Ich gewöhne mir aktuell wieder an, weniger Refillable Pots zu holen, sondern ich habe im Endeffekt habe ich jetzt 4 High Pots geholt. Ne? Und 4 High Pots regenerieren mir insgesamt 600 HP. Und das regeneriert mir für 150, 250, 500. Also, das Ding ist einfach der Refillable Pot. Ach, wobei, du kannst ihn auch verkaufen, ne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss mal den Math dahinter machen, ab wann das worth ist. What? What? Frechheit. Relativ sicher, dass ich sie gehitzt hätte. Ich würde gerne haben. Will er nicht jumpen? Na gut. Oh! Ich kann da nichts hitten, ne? Also. Oh mein Gott, ich treffe gar nichts. Na gut. Ich gonna die hier. Ja, das war gar nichts. Oh. Oh. Sind wir aber alle ein bisschen am Paniken. Da kommt leider noch mehr, Jungs. Also, ich sag zwar, ich kann da nichts hitten, aber ich kann da schon was hitten, ne? Ich müsste besser spielen. Die Minimum-Wave war halt ein bisschen annoying, aber ich kann ja trotzdem drumherum spielen eigentlich. So, und jetzt ist so eine Entscheidung, wo ihr immer überlegen müsst, okay, was wollt ihr machen, ne? Umwelt rein tippiert. Wie wahrscheinlich ist das hier, der Fight noch so lange geht, dass ich dazukomme und immer noch was spielbar ist? Und dann könnt ihr einen Weg gehen, der quasi beides enabled. Das heißt, ich laufe quasi einen Weg, wo ich sagen kann, okay, wenn jetzt hier oben viel Action passiert, komme ich noch dazu. Aber ich kann jetzt eben auch einfach sagen, okay, ich push stattdessen Midlane raus. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel bei LeBlanc nicht gelingt, aber bei Zoe schon. Ich glaube, es ist aber eher eine Mindset-Sache. Bei LeBlanc ist übrigens ein sehr gutes Matchup in Zoe. Ab Level 6. Und bis dahin ist das Matchup winning für Zoe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus spielbar ist, wenn man sehr viel roamt. Hat sie geglänzt. Auch da sieht man wieder, ne? Also die Vision ist so Gold wert. Double Cleanse jetzt nicht die gefährlichsten Sachen, die man einsetzen kann. Team Diff stehen 0-6. Also ich würde da jetzt nicht prinzipiell disagreeen. Damn, Son, hat er das überlebt? Ist schon eine Liga, ne? Ich hätte hier eine Idee. Für den Mental Break. Ist so dumm, ne? Wenn du quasi Summoner Spells hast wie Flash und dadurch die Distanz vom Q erhöhen willst, dann willst du nicht genau hier an der Wand stehen, sondern ich stehe quasi einen Ticken weg, damit ich den Damage noch mehr erhöhe. Und dann ist der Damage. Ja, dann ist der Damage von Zoe halt anders, ne? Der hittet anders. Der macht mit E True Damage, aber der macht doch True Damage auf jeden Fall in deinem Herzen.
Gerade wenn du eigentlich ein ADC-Main bist. Da kritzelt ihr dir komplett an dem weg. Ich hätte hier jetzt wieder einen Hypebot kaufen können. Das ist jetzt so dumm, der Damage. Aber ja, auch hier das ähnliche. Ich hoffe, ihr habt das LeBlanc-Video gesehen. Es gehen ähnliche Dinge, ne? Also, Zoe freut sich auch immer über Targets, die killbar sind. Und davon gibt es in der aktuellen Meta schon das ein oder andere. Na komm. Oh. Lol, warum fährt er nicht rein? Oh. Ich meine, die Traps sind halt auch komplett toxisch für den Zayn, ne? Okay, Leute, it's time. Ich dachte, ich könnte den Double Flash. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Damage erhöht sich nicht. Ich glaube, der Max Damage ist Q, Ult, Flash. Ich glaube, höher wird der Schaden einfach nicht. Oh. Das Ding ist, selbst die Bubble, die da liegt, erzeugt Pressure, ne? Das wäre besser für mich gewesen, wenn er geflasht hätte. Dann hätte ich jetzt noch einen Flash bekommen von mir. Oh, ich hab meinen D-Flash benutzt. Aber ich hatte gar keinen D-Flash ab. Oh. Ach, die Sau. Wutz. Schlecht von mir gespielt, ne? GWP. Ja, ich muss auch sagen, ne? Der Lee hat das echt gut gespielt. Hat mich gut enabled. Ja, und das war meine Aufnahme für den Zweitkanal, ne? Kleines Thema genommen, ein bisschen drüber gequatscht. Hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Und dann schauen wir mal, ne? Ich weiß auch nicht genau, was ich die Woche an Content auf den Zweitkanal bringe. Deswegen war ich gerade ganz froh, dass ich meine ruhige Minute hatte. Die Kälte war sehr nett zu mir, aber der Lee hat, finde ich, herausragend gespielt. Damage, Alter. So, bro, good luck, have fun. GGWP.